Hallöchen und herzlich willkommen zu einem weiteren 5-Minuten-Mittwoch. Heute am Donnerstag, denn gestern hat irgendwie gar nichts hingehauen. Ich habe das zwar hochgeladen, aber wie gesagt, das gefiel mir absolut nicht. Bevor ich hier irgendwie weiter rummoser, würde ich sagen, greifen wir einfach mal an. Und wir greifen hier die feindliche Stellung an bei Elsenborn, der Elsenborner Bergrücken. Wir haben normale feindliche Streitkräfte und werden jetzt angreifen. Und was ist Company of Heroes eigentlich? Company of Heroes ist ein Real-Time-Strategy-Game. Und irgendwie hat das gerade super Soundbugs. Hört sich erst lustig an. Wir spielen gerade die alliierten Einheiten und rücken im Ardennensturm praktisch durch die Ardennen vor. Und im Prinzip, worum geht es hierbei? Also natürlich kann man einerseits hier Stellungskriege führen, die sind natürlich nicht so cool, oder man geht halt wirklich auf Angriff. Und wir haben jetzt im Moment hier die Kampfpioniere, wenn ich das richtig gesehen habe. So, und wir schauen uns erstmal. Die deutsche Gegenoffensive war schnell und brutal. Bei seinem Vorstoß durch die Ardennen trieb der Feind unsere Männer von der Doppelortschaft Rocherath-Krinkelt bis zurück nach Elsenborn. Hier haben wir eine Linie in den Sand gezeichnet. Da schlechtes Wetter die Luftabwehr erschwert, sind unsere Jungs auf schwere Artillerie und Mut angewiesen. Nur so können sie verhindern, dass die Deutschen weiter in die Ardennen vordringen. Naja, eigentlich machen wir ja den Angriff. Aber okay, Jungs, keine Angst. Wir bekommen Artillerieunterstützung gegen die Crowds. Wir müssen nur dafür sorgen, dass unsere Linie hält. So, und da schaue ich doch mal direkt in die Optionen an. Okay. Das scheint aber alles okay zu sein. Aber irgendwie hat er gerade so ein bisschen Probleme mit der CPU-Auslastung. So, wir sollen Siegmarken verteidigen. Wir haben hier diese Angriffspioniere. Mit denen können wir lustige Sachen bauen, wie zum Beispiel Kampfstellungen, Sprengladungen, Munitionslager etc. Und da wir hier halten sollen, würde ich sagen, machen wir das auch mal direkt. Verstärken Sie diese Kampfstellung mit Feuerkraft. Bestimmen Sie einen Feuerpunkt für diese Stellung. Wir ziehen natürlich unsere Leute hier nach vorne, da wo sie hin sollen. Alter, ist das am Ruckeln. Okay, das verbessern wir auch noch mit einem MG. Verstärken Sie diese Kampfstellung mit Feuerkraft. Und die bemannen wir. Und wie ihr schon draußen hören könnt, ich habe das Fenster auf, weil es unglaublich warm ist. Und was wollen wir eigentlich machen? Aktive Bazooka. Nee, Bazooka wollen wir eigentlich nicht. Was ist er? Browning Automatic Rifle Lieutenant. Ja, den wollen wir haben. Den schicken wir dann auch direkt an die Front. Das MG. Das bauen wir hier auf. Unsere Kampfstellung ist jetzt mit Artillerie versehen. Dann bauen wir noch eine weitere Kampfstellung nach hier vorne. Ungefähr so. Dann haben die was zu tun. Ihr habt hier bereits die Sachen ausgehoben und könnt nach ihnen verteidigen. Wunderbar. So, und dann schauen wir einfach mal rein. Wie gesagt, die ganze Mission dauert eine ganze Zeit, aber ich würde mal sagen, wir behalten hier die. Sperrfeuer in 01 Minuten abgeschlossen. So, das heißt, in 01 Minuten müssen wir uns gegen den Feind verteidigen. Sprich, die deutschen Kräfte, die anrücken. So, okay, dich haben wir. Dann würde ich sagen, positionieren wir noch einen weiteren. Ja, nix, schwere Deckung. Und erstmal unseren Lieutenant hier. Der kann sich erstmal hier drin verschanzen. Dann upgraden wir das noch. Bestimmen Sie einen Feuerpunkt für diese Stellung. Hergehört. Feuermission in 2-0 Sekunden abgeschlossen. Ich wiederhole. Feuermission in 2-0 Sekunden bitte hier abgeschlossen. In die schwere Verteidigungsstellung. So, noch haben wir nicht genügend für eine weitere Browning. Macht euch bereit! Ich wurde Ihrer Gruppe zugeteilt, um Artillerieunterstützung zu geben. Ich werde mich um alle vorgeschobenen Beobachter kümmern.
Die Division hat alle Bataillonsartillerie in unseren Sektor geschickt. Feuerunterstützung zum steht bereit. Der Rest so, liegt wir euch. Setzen die ersten Feinde. Auf Einschlag vorbereiten. Unsere Feuerauftrag, Reichweitenquadrant. Able Charlie, Koordinaten 4, 7, 7, 6, 9, 9, 3, 8. Streufeuer, rüberschicken. Okay, wie ihr seht, ist das Ganze noch ein bisschen hakelig, aber das macht gar nichts. Wir haben hier die erste Welle der Deutschen abgewehrt und bombardieren praktisch hier den Rücken, also den Bergrücken mit entsprechender Artillerie. Und wir können theoretisch hier noch weiter unsere Stellungen mit MGs aufsetzen. Verstärken Sie diese Kampfstellung mit Feuerkraft. Diese Jungs leisten schwerste Arbeit. So, wir brauchen eigentlich gar nicht mehr Angriffspioniere, wir brauchen eigentlich nur mehr Munition, damit wir uns weitere MGs leisten können. Und ich würde sagen, eine Wave warten wir noch ab. Also es ist wieder eine Minute Sperrfeuer. Noch, die können wir auch warten. So, haben wir wieder genug? Ne, noch nicht ganz. Ja, deployen wir einfach mal ein paar. Pioniere sind auf dem Feld und kampfbereit. So, Kompaniere. Okay, was hätten wir da? Da hätten wir Panzer. Okay, den fordern wir natürlich auch mal an. Da würde ich fast behaupten, wir bauen uns noch eine weitere Stellung. Wir haben westlich der Straße eine Feindansammlung gesichtet. Die Deutschen halten dort eine Schlüsselposition. Wenn wir sie aufbrechen können, okay, könnten wir vielleicht Unterstützung hierher anfordern. Das ist aber was, da würde ich sagen, da bedienen wir uns normaler Schützen. Die brauchen nämlich ein bisschen, erstmal bis die hier sind. So, wir dürfen natürlich unsere Verteidigung nicht vernachlässigen. Die normale Schützenkompanie, die kommt immer noch hier vorne. Für diese Stellung. Das MG, das bleibt hier in Verteidigungsstellung. Da haben wir noch die Angriffspioniere, dann haben wir hier noch Schützen. Die Schützen, die können wir eigentlich auch nach hier vorne deployen. So, da können wir uns leider noch nicht. Ein Gewehrtrupp wartet auf seinen Befehl. Ein Bataillon hat sich soeben. Feinde überrennen eine unserer Stellungen. So viel zu dem Thema. Die stehen natürlich unter schwerem Beschuss. Werden hier von verschiedenen Seiten angegriffen. Wir können bislang alle Leute festnageln hier. Das läuft ja soweit schon mal ganz gut. Da haben wir weitere Schützen. Okay, wir haben den Major. Den Major, den können wir hier in die zurückgezogene Stellung reinschieben. So, theoretisch können wir jetzt ein weiteres Sperrfeuer anfordern. Aber im Moment geht ja eigentlich. Deswegen würde ich sagen, wir versuchen mal mit vier Trupps durchzubrechen. Und ich weiß, das wird ein sehr, sehr langer 5-Minuten-Mittwoch, aber so Strategiespiele, die brauchen halt ihre Zeit, bis sie überhaupt sich entwickeln. Und deswegen würde ich sagen, nehmen wir mal hier unsere vier Schützentrupps und rücken durch den Wald vor. Und hundertprozentig werden wir da in irgendwelche deutschen Truppen reinlaufen. Wir rücken durch die deutsche Linien vor. Alle anderen sind aber in einer verstärkten Position. Hier können wir noch mit einem. Verstärken Sie diese Kampfstellung mit Feuerkraft. So, hier vorne ist ein heftiges Feuergefecht. So, die fliehen. Wir haben einen Mann verloren. Und da vorne kommen die Leute jetzt mittlerweile mit Panzerwagen an. Verstanden. Feuerauftrag wie angegeben, auf Einschlag vorbereiten. Feuerauftrag, Reichweitenquadrant. So, die beschäftigen wir jetzt einfach mal. 4, 7, 7, 6, 9, 9, 3, 8. Streufeuer. Und greifen derweil Wirkungsfeuer. Das Ziel hier an. Wir müssen nur noch ein bisschen weiter vorrücken. Dann können wir die Verstärkung holen. Bewegt euch! So, mittlerweile haben wir zwei Männer verloren. Versuchen natürlich unsere
Verluste so gering wie möglich zu halten. Die haben sich natürlich nach hier vorne zurückgezogen. Sieht aber soweit ganz gut für uns aus. So. Noch einen weiteren Verlust. Aber die Feinde fallen hier wie die Fliegen. Und dazu sei gesagt, wir spielen nicht auf Rekord, wir spielen auf Standard. Wir nehmen jetzt den Bereich hier ein. In der Hoffnung, dass wir hier weiter die Position halten können. Sieht aber soweit gar nicht verkehrt aus. Ich würde fast behaupten, wir können gleich mal noch ein paar Sachen anfordern, wie zum Beispiel den Badefischer. Nee, der bringt eigentlich nicht so viel. Etappentrupps. Etappentrupps sind Verteidiger. GG Easy. Gute Arbeit. Company Easy sendet Unterstützung. Okay, Gebiet halten heißt, wir entsenden nach hier hin. Halten Sie einfach das Gebiet. Wir schicken dann aber ein paar Pioniere hin, um diese Stellung hier zu befestigen. Jetzt auf dem Feld. Und kriegen dafür Verstärkung. Deutsche Rauchbomben! Vulkan visieren und bereit machen! Okay, was haben wir denn da? Die vorderen Truppen okay, von Easy sind welche gerade mit eingetroffen. Da? Spezialisierte Angriffspioniere okay. In Reserve und einsatzbereit. Ach, die fahren dann einfach durch direkt, ja, optimal. Geraten natürlich dadurch direkt ins Kreuzfeuer. Und ich würde sagen, damit natürlich brauchen die 105er Ziele. Aber wie gesagt, ich würde sagen, an der Stelle machen wir dann auch für heute Feierabend. Ich bedanke mich natürlich ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Und ihr konntet so ein bisschen was von dem Spiel sehen. Viel konnten wir ja nicht zeigen, außer dass ein bisschen Einheiten ausbilden. Hier Gebäude freischalten, Gebäude bauen, Gebäude aufwerten. Und natürlich das Ziel halten letztendlich. Ja, und wie der Sakratenkampf ausgehen wird, das zeige ich mal irgendwann in dem Stream. Oder vielleicht, je nachdem, kommt auf eure Reaktion an. Ich bedanke mich natürlich ganz herzlich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder. Ich sage einfach mal, bis dahin, macht's gut, haut rein.